willkommen, lieber Ibrahim. Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein wenig von deiner Bootcamp-Reise zu erzählen. Wie geht's dir? Super, Mareike. Danke, dass ich hier auch teilnehmen darf und dass ich meine Erfahrungen mit dir und den anderen teilen darf. Ich freue mich sehr und ich bin gespannt, welche Fragen auf mich zukommen. Wird nichts Wildes. Lass uns doch mal so ein bisschen in deine Geschichte reinspringen. Also erstmal interessiert mich natürlich so, wer bist du und wo kommst du her? Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zu deiner beruflichen Situation vor dem Bootcamp erzählen. Also ich bin der Ibrahim, ich bin gebürtiger Berliner. Meine Eltern kommen aus der Türkei, aus der Schwarzmeerküste. Da ist es immer sehr warm und ja, da leben auch meine Großeltern da, die will ich auch sehr gerne besuchen. Ja, bin 34 und verheiratet, habe einen Sohn. Und ja, zu meinem beruflichen Hintergrund. Und zwar bin ich Studiumabbrecher. Ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich versucht, zuerst Mathematik zu studieren. Das hat nicht so gut geklappt. Und später dann Informatikstudium begonnen. Da habe ich so eine Leidenschaft fürs Programmieren entwickelt und da hat es dann halt begonnen. Und dieses Studium habe ich auch nicht absolviert. Also mein Abschluss habe ich da auch nicht, also habe auch abgebrochen und habe dann als Quereinsteiger in die IT-Branche mich reingefuchst. Zunächst als IT-Admin, IT-Administrator in so einem E-Commerce-Unternehmen, was weltweit tätig ist. Und da war ich auch zwischendurch an mehreren Positionen, sogar auch IT-Leiter, Head-Off sogar für eine ganz kurze Zeit. Und habe aber immer nebenbei programmiert, hobbymäßig, für mich selbst und hatte kleine Projekte. Ich wollte unbedingt einige Sprachen ausprobieren, wie zum Beispiel C++, was gar nicht anfängerfreundlich ist. Das habe ich im Nachhinein festgestellt. Naja, und dann habe ich auch intern bei derselben Firma, die Stelle gewechselt und es hat auch geklappt. Man hat mir geholfen. Ich durfte dann als Junior-Entwickler arbeiten. Besser gesagt, als Automation-Developer. Da musste ich einige Skripts schreiben, die gewisse Arbeitsprozesse vereinfachen sollten. Da ich Junior-Entwickler war, also wirklich ohne Vorkenntnisse und Erfahrungen, hat es dann irgendwann nicht mehr gereicht, weil die Firma, hatte auch nicht die Mittel und Zeit, um Junior wie mich auszubilden und zu fördern. Und dann war die Arbeit dann irgendwann zu Ende für mich. Ich musste die Firma verlassen. Aus verschiedenen Gründen. Wie lange warst du dann bei der Firma? Ich war circa 3,5 Jahre bei der Firma. Mhm. Okay. Eine kurze Zeit. Hat auch mega Spaß gemacht, viel Erfahrung gesammelt und auch reingeschnuppert in die IT-Welt, wie die Teams arbeiten. Also habe ich schon einiges an Erfahrung mitgenommen. Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich habe viel Erfahrung in der Branche Administration, Systemintegration. Aber ich möchte mich umorientieren und unbedingt als Programmierer weitermachen. So. Mhm. Und dann habe ich mir viele Gedanken gemacht und bin dann auf das Konzept Bootcamp gestoßen. Zunächst war ich sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch selber JavaScript zum Beispiel programmiert habe. Ne? Und da habe ich mir gesagt, okay, ich weiß nicht genau, ob ich da viel dazu lernen werde. So. Ich war wirklich ein bisschen, ich sag mal, zu selbstsicher. Ich muss im Nachhinein auch sagen, dem war nicht so. Dazu später vielleicht. Mhm. Aber das war halt die beste Entscheidung, die ich heute getroffen habe, um meine Skills zu erweitern, zu vertiefen. Und deswegen kam ich dazu, dass ich dann letztes Jahr im August
mein Bootcamp bei CB gestartet habe. Du warst im Vollzeit-Bootcamp bei uns, oder? Mhm. Im Vollzeit-Bootcamp. Mit okay. 7 Mitstudenten und es hat mega Spaß gemacht. Magst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mit in die Zeit nehmen, als dann das Bootcamp angefangen hat oder auch so ins Bootcamp selber? Was war so für dich das Wichtigste, was du gelernt hast? Okay, also wie gerade gesagt, zunächst habe ich gestartet und mir gesagt, okay, eventuell werde ich nicht so viel dazulernen, weil ich dachte, okay, ich kann ein bisschen programmieren, auch von meiner vorherigen Tätigkeit. Dem war auf jeden Fall nicht so. Ich habe sehr vieles dazu gelernt, vor allem die Zusammenarbeit mit den Studenten, mit meinen Mitstudenten und der Kontakt mit den Trainern. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe viele Konzepte vertiefen können, meine Skillset erweitern können. Und dass es auch so ein Vollzeit-Bootcamp war auch so ein positives Ding, weil ich hatte so viel Zeit, die ich in das Programmieren investieren konnte. Ja, mein ganzer Tag gefühlt ging ums Programmieren. Also ich war immer in irgendwelchen Projekten mit im Kopf und hat HTML, CSS, Keywords in meinem Gehirn schweben so die ganze Zeit. Das war schon so eine geile Zeit, wenn ich jetzt zurückblicke. Mhm. Ja. Und dann ist ja bei dir im Bootcamp auch so ein bisschen was passiert. Du bist ja mittlerweile in einem Job. Kannst du da noch mal, was ist passiert? Okay, während dem Bootcamp macht man sich immer Gedanken, okay, wo werde ich arbeiten oder wie schnell bekomme ich einen Job und was wird danach passieren? Bei mir war das eher simpel in dem Sinne, weil ich während dem Bootcamp schon wusste, wohin ich gehen möchte und was ich erreichen möchte und wo ich gerne tätig sein möchte. Das war bei mir ziemlich klar. Mhm. Weil ich auch ein bisschen Background-Erfahrungen mitgebracht habe. Ich habe in einem IT-Unternehmen gearbeitet. Zwar als Junior-Entwickler, also das kann man auch nicht als echten Job bezeichnen, weil ich als Quereinsteiger da mich reingefuchst hatte. Aber mir war klar, was ich machen möchte. Und zwar wollte ich unbedingt im Bootcamp bleiben, weil mir das Lernen und Wissen weitergeben mir sehr Spaß gemacht hat. Während meiner Zeit im Bootcamp hatten wir sehr viele Sessions mit den Mitstudenten. Das heißt, wir haben uns unter uns getroffen, uns ausgetauscht. Ich habe programmiert, ein Kollege oder ein Mitstudent, der hat zugehört und versucht, mich zu verstehen, weil er Hilfe brauchte oder umgekehrt. Und dieser Austausch, der hat mich voll begeistert. Das hat mich voll begeistert. Und da habe ich die Zuneigung erstmal entwickelt. Heute sitze ich bei Coding Bootcamps Europe. Danke. Mhm. Wir sind in dem Sinne auch Kollegen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich hier gelandet bin und dass man mir die Türen geöffnet hat. Und ich wurde herzlich empfangen. Und ich arbeite seit dem 1. Mai 2024 als Teaching Assistant mit dem Ziel, als Trainer weiterzumachen und mich weiterzubilden. So. Ja, es ist, ich liebe ja immer diese Geschichten, wenn sich dann so im Bootcamp das auch, wenn das so klar wird, wo man irgendwie beruflich hin möchte und dann einfach da tatsächlich so diese Chancen ergreift, die sich dann da plötzlich irgendwie eröffnen. Und ja, ich bin natürlich super happy, dass du bei uns bist und dass du im Bootcamp jetzt auch als Teaching Assistant bist, weil du natürlich auch diesen Weg gegangen bist. Und sind wir mal ganz ehrlich, so ein Bootcamp ist halt nicht Disneyland, ne? Also es ist viel Stoff, was du ja auch gerade gesagt hast, irgendwie viel, mein ganzen Tag irgendwie im Code und so, ja. Ähnlich wie wahrscheinlich, wenn man eine neue Sprache lernt, dass man plötzlich anfängt, irgendwie auf der anderen Sprache zu träumen oder so, dass man so, wow, okay,
Und da dann aber auch sagt so, hey, die Richtung soll's werden oder in die Richtung soll's gehen. Das heißt, deine Jobsuche, die lief relativ entspannt. Oder wie war das so, als du dann für dich gesagt hast, okay, die Richtung soll's werden. Wie ging's dann da für dich weiter, so nach Abschluss des Bootcamps? Also, ich muss auch sagen, dass nach dem Abschluss habe ich mir erstmal eine Zeit für mich genommen, so eine Auszeit. Ich war kurz reisen und ein bisschen Kopf frei kriegen, mit dem Gedanken, hey, ich möchte unbedingt als Trainer meine Laufbahn fortsetzen, meine Karriere. Und die Bewerbungsphase, die gab es auch bei Coding Bootcamps. Also das war ja nicht so, dass ich ohne irgendwas sofort, hey Ibrahim, hier, spazier rein. So war das natürlich nicht. Da gab es natürlich Gespräche mit unserem Teamlead Joe, die sehr angenehm waren, sehr offen und transparent waren. Und der Prozess, der war auch sehr angenehm. Ich hatte immer gewusst, was der nächste Schritt war. Und der Joe, der war auch sehr ehrlich und ist auch sehr ehrlich gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, das wird passieren, das wird klappen. Und dann haben wir uns dann mit Joe entschieden, irgendwann nach einem Monat oder so oder anderthalb Monaten, dass wir mit einem Praktikum starten, dass ich erstmal reinschnupper und schaue, ob das wirklich was für mich ist. Oder weil ich habe ja noch nie als Teacher, Trainer, Lehrer gearbeitet. Und damit war ich auch sofort einverstanden, weil ich wollte es auch für mich auch schauen und gucken, ob ich wirklich dazu geeignet bin, ne? Weil man ist motiviert, aber man weiß ja nicht, wie das auch im echten Leben ist. So, dann habe ich das gemacht und in den 6 Wochen Praktikum habe ich mich als komplettes Teammitglied gefühlt. Das heißt, ich durfte alles machen, also alles bedeutet One-on-One-Sessions, Bonus-Sessions übernehmen, auch Live-Sessions geleitet. Und ich habe mir gesagt, hey, das ist ja noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Und es macht ja noch mehr Spaß. Und das will ich unbedingt machen. Und dann haben wir uns am Ende auch entschieden, nach dem Praktikum oder während dem Praktikum schon, also kurz bevor dem Ende, und haben gesagt, hey, wir machen weiter als Teaching Assistant. Und dann habe ich mein Angebot bekommen, den ich ohne ihm zu überlegen angenommen habe. Und heute sitze ich hier und bin happy. Danke. Ach, das ist schön. Das ist schön. Was denkst du, inwieweit hat dich das Bootcamp oder auch die Inhalte, die du so gelernt hast, auf deinen jetzigen Job vorbereitet? Okay. Also zunächst muss ich generell sagen, dass man vom Bootcamp sehr vieles mitnehmen kann. Sehr vieles. Nicht nur das Programmieren, sondern das Arbeiten im Team. Das Projekt erstellen, sich vorbereiten, die Art und Weise, wie man beginnt zu programmieren, wie man sich auf Projekte vorbereitet, wie man in Gruppen arbeitet und wie das eventuell im echten Berufsleben aussehen könnte, das erlebt man alles in Bootcamps, in Coding Bootcamps Europe, bei uns inzwischen. Man bekommt die Gelegenheit, seine Skills zu vertiefen, weiterzuentwickeln, Skillset auf jeden Fall zu erweitern. Man lernt Vue.js kennen, ja. Vue.js, ein Framework, ein sehr modernes Framework inzwischen, was einem auch bei der Jobsuche sehr helfen könnte. Erstens das. Zweitens, was mir geholfen hat, ich habe es gelernt zu lieben und zu mögen und Spaß daran zu haben, mit Menschen gemeinsam zu programmieren, mich auszutauschen, das gelernt weiterzugeben, auf Probleme gemeinsam hinschauen und analysieren. Und natürlich auch mein Wissensstand sehr stark zu erweitern. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, das war ein
ein sehr schönes Erlebnis, das Bootcamp. Ich habe sehr viel dazu gelernt. Und das Lernen beim Programmieren ist ja sehr wichtig. Ohne kann man nicht drum herum, ja. Das heißt, die kritische Meinung, die du am Anfang hattest, so, oh, ob so ein Bootcamp das Richtige für mich ist, hat sich, wir konnten deine Meinung revidieren, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, das kann ich zu 1000% im Nachhinein bestätigen, weil gut war, weil ich persönlich habe mich nach dem Bootcamp sehr sicher gefühlt als Entwickler. So, JavaScript zum Beispiel, kann ich heute sagen, ist meine Komfortzone. Vue.js kann ich und würde ich auch heute ganz locker anwenden. In Anführungsstrichen, ich bin kein Profi, aber ich habe gewisse Komfortzonen entwickeln können und das ist auch ein großes Plus für mich. Ne? Und das hatte ich vorher nicht, konnte ich nicht sagen. Mhm. Und heute bin ich da ziemlich sicher und das freut mich auch sehr. Und ich kann das nur weiterempfehlen. Jetzt hast du ja auch so ein bisschen erzählt, also du bringst ja schon eine gewisse Vorerfahrung mit und auch ja eine gewisse Leidenschaft, warst in diesem Umfeld auch schon beruflich tätig. Was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die vielleicht jetzt noch so oder die drüber nachdenken, vielleicht den Schritt zu gehen und noch gar nicht so viel Vorerfahrung mitbringen wie du? Okay, sehr schöne Frage. Und zwar bezüglich, also wenn sie sich entschieden haben, so ein Bootcamp zu machen, ja, und wenn sie sich wirklich sicher sind, hey, ich möchte mich umorientieren oder ich möchte in die IT-Branche eintauchen und da meine Karriere fortsetzen, für die Leute würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich im Bootcamp wirklich dran zu setzen und Vollgas zu geben und auch Eigeninitiative zu zeigen. Weil man sollte auch außerhalb des Bootcamps sich ans Computer setzen oder an den Laptop setzen und selber programmieren. Weil wenn man ein bisschen programmiert, würde ich sagen, ist meine Meinung, dann entwickelt man schon ganz am Anfang so eine gewisse Leidenschaft. Okay, wenn man die ersten Codes und ersten Zeilen schreibt und es passiert was, im Live-Server und man sieht das Endprodukt. Und da beginnen schon die meisten, oder bei mir war es schon, vor allem so, happy zu sein. Ja, das funktioniert. Ich tippe was und auf der anderen Seite passieren irgendwelche Sachen. Und wenn man das vertieft und selber auch neben dem Bootcamp Hobbyprojekte beginnt zu schreiben, dann denke ich, dass die Chance, einen Job zu bekommen, sehr hoch sein werden. Und mit dem Bootcamp zusammen wird das ein kompletter Erfolg, würde ich sagen. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Man sollte sein Bestes geben. Und die Trainer im Bootcamp sind ja auch alle sehr freundlich. Und man kann sie jedes Mal fragen. Sie geben auch jedes Mal Einblicke von der Berufswelt. Die meisten waren ja auch als Entwickler in verschiedenen Unternehmen tätig. Und ich empfehle viel Eigeninitiative, viel mit den Trainern sich austauschen, mit den Kollegen zusammen programmieren. Im Großen und Ganzen, wenn man das alles halbwegs auf die Beine bekommt, mit einer gewissen Leidenschaft, die man dann auch während dem Bootcamp entwickelt. Das Bootcamp, das muss ich hier auch an der Stelle mitgeben, das Bootcamp motiviert auch einen. Das Bootcamp gibt einem das Gefühl, okay, ihr werdet jetzt einen Weg einschlagen am Ende Profi-Programmierer werden und an einem guten Unternehmen landen und die Laufbahn wird halt starten. Und das bekommt man vor allem bei Joe zum Beispiel, wenn ich viel mit Joe in meinen Sessions hatte. Joe ist unser Teamlead. Joe motiviert einen sehr gut, gibt einen sehr viele Tipps und Tricks und Einblicke aus seiner früheren Tätigkeiten als Entwickler. Und da kann man auch sehr coole, spannende Geschichten mitnehmen. Und ich finde,
sollte man angestellt sein. Und bei Coding Bootcamps, glaube, ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Das sage ich jetzt nicht so, weil ich jetzt bei Coding Bootcamps arbeite und jetzt dieses Interview habe. Nein, man ist echt gut aufgehoben. Und ich zum Beispiel hatte meinen Spaß und habe sehr viel dazu gelernt. So, das ist, glaube ich, mein Motto für heute. Ich habe das viel lernen und sehr viel mitnehmen. Das tut man hier, ja. Ich finde, das sind super schöne Schlussworte. Ja, Ibrahim, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du uns deine Story erzählt hast. Die Leute, die bei uns ins Bootcamp kommen, werden dich ja höchstwahrscheinlich früher oder später kennenlernen. Das Schöne an einem Teaching Assistant, der auch ein Bootcamp gemacht hat, der weiß ja ganz genau, an welcher Stelle es mal hakelig werden kann und an welcher Stelle man da vielleicht auch doch noch mal ein bisschen mehr Support und Unterstützung braucht. Deswegen, Ibrahim, ich bin super froh, dass du bei uns bist und freue mich natürlich sehr auf all das, was da noch kommen wird. Deswegen herzlichen Dank für die Einblicke in dein Leben vor dem Bootcamp, während und auch nach dem Bootcamp. Und dann würde ich dich jetzt auch entlassen, weil ich weiß, dass du jetzt gleich noch eine Bonus-Session in deinem Kalender stehen hast. Ja, ich danke auch dir, Mareike. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich zukünftige Bewerberinnen oder Mitstudenten oder Studenten dazu motivieren konnte, sich für den Weg Bootcamp zu überreden oder zu überzeugen. Und vielleicht sehe ich dann auch sie irgendwann in den Bonus-Sessions oder Live-Sessions oder One-on-Ones, keine Ahnung. Aber ja, vielen Dank für deine Zeit auch und ich hoffe, sehr gerne. Wir sehen uns dann wieder. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen früh, spätestens. Ja. Gut, Ibrahim, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Vielen Dank für all die Insights und bis bald. Bis bald. Danke dir.